Dennis Holstein, das nächste Spiel steht hier in Rapperswil. Da haben wir eine sehr gute Bilanz, also insgesamt 9 Siege in den letzten 10 Spielen gegen Rapperswil und von den Auswärtsspielen ebenfalls 8 Siege von den letzten 10 Spielen. Wie geht man so einen Match an? Ja, wir wissen, Rapp ist eine sehr gute Mannschaft. Sie können Goal schiessen, haben einen guten Goal mit dem Manzato hinein. Wir müssen von Anfang an parat sein, weil sonst überfahren sie uns in Biel, wie es am Anfang überfahren hat. Wir müssen einfach konzentriert spielen, einfach spielen, viel laufen und dann hoffen, dass wir Rappi schlagen. Rappi hat den Topscorer der Liga in seiner Reise, Daisy Roost. Wie kann man ihn ausschalten? Ja, er ist sehr ein sehr gefährlicher Mann, man muss schon ein bisschen auf ihn schauen, aber ich denke, man darf es nicht überforcieren, dass man nur auf ihn geht, weil dann findet er die anderen Mitspieler und die können auch Goal schiessen. Also denke ich, wir müssen ganz normal im Match gehen, wie in den anderen Match. Jetzt mit dem 5-3 in Extremis gegen Biel im letzten Match haben wir wieder Schwung gewonnen nach der Nazi-Pause. Ja, sicher, es ist langsam wieder zum Laufen gekommen, wir haben unser Tempo gefunden, unsere Chemie stimmt wieder ein bisschen und ja, ich hoffe, wir können so weiterspielen.